Hi Leute, das ist Arno hin. Willkommen zur ersten Fahndung, beziehungsweise zum ersten Spähjahr in der ersten Woche. Und das Ganze startet im Weißen Haus, einfach runter zu China gehen, der ist ja eh im Knast. Dann hören wir mal, was er zu sagen hat. So, okay, damit startet die allererste Woche der Fahndung für Theo Panel und die ganzen Aufgaben, die wir machen müssen, 14 an der Zahl. Jede Woche gibt es eine und die Sachen sind ein bisschen anders umschrieben. Das heißt, wir müssen so eine Art kleines Mini-Rätsel lösen und fangen auch direkt mit Aktivität 1 an. Ich vermisse Taxis. Ich frage mich, ob wir sie jemals wieder zum Laufen bringen werden. So, was könnte das sein? Tatsächlich relativ einfach, wenn man auf die Karte guckt und schaut sich mal die ganzen Kontrollpunkte hier in Foggy Bottom an. Da gibt es einen ganz besonderen, das ist der Taxifriedhof. Und da bewegen wir uns jetzt mal hin. So, den haben wir abgeschlossen. Dadurch haben wir den Späher auch schon erledigt. Ja, beziehungsweise Stufe 1. So, ihr seht hier, dass wir Aktivität 1 von 3 abgeschlossen haben. Das zweite wäre, wir müssen uns in diesen schwierigen Zeiten gegenseitig unterstützen. Teilen bedeutet Fürsorge-Agent. Geil, dass man hier auch exotische Komponenten und so bekommt, finde ich ganz cool. Und zwar, was ihr hier machen müsst, ist auch ganz einfach. Ihr bleibt hier. Sucht euch den Officer. Oh, und spendet einfach 100 Materialien. Das dürfte ausgereicht haben. Ja. Damit haben wir Späheraktivität 2 abgeschlossen. So, hier seht ihr, 2 von 3 Aktivitäten haben wir jetzt fertig. Die letzte Aktivität ist, gehen Sie mit gutem Beispiel voran. Wir haben viele Menschen zu retten oder auch nicht. Fortschritt 0 von 3. Hier müsst ihr einfach 3 Aktivitäten im Bereich um Foggy Bottom erledigen. Und das machen wir auch mal gerade. So, geben wir die noch ab. Und dann dürften wir fertig sein mit der kompletten ersten Woche. Aber schauen wir mal, wie es weitergeht. Ja, und so haben wir die erste Woche abgeschlossen. Nächste gibt es in 5 Tagen. Ne? Wie gesagt, einmal pro Woche finde ich auf jeden Fall besser als einmal im Monat eine Manhunt zu machen. So hat man immer ein bisschen was zu tun und die Story wird vorangetrieben. Man kann jetzt auch zurückgehen hier. Geht dann auf die Aktivität, könnt dann unten Sammelobjekte öffnen. Da Audio-Log und dann könnt ihr euch hier die Collectibles of the Week reinziehen. So, das war's von mir, Leute. Ich sag vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Bye.